Hi, an der Stelle mal ein kleines Dies-Das-Video. Naja, ich habe hier letztens jetzt hier diese Tasterschaltung Aufputz gemacht mit Kontrolllampe bzw. Orientierungstaster, kann man sagen. Und funktioniert auf jeden Fall, Lampe an. Kann alles Mögliche drücken und das Relais arbeitet. So viel dazu. Na, ich lasse den mal abfallen. Und dann läutet die Lampe auch nicht mehr. Auf jeden Fall Dies-Das-Video. Softboxen muss ich auch noch anmachen. Ihr seht, ich bin gerade ein bisschen mega nicht vorbereitet. Auf jeden Fall habt ihr bestimmt mitbekommen, dass der Livestream am Freitag um 18 Uhr nicht stattgefunden hat. Hat einfach mit der Internetgeschwindigkeit zu tun, dass wir hier in Jemke bzw. in unserem Altbaugebiet in dem Fall nicht die Möglichkeit haben. Jetzt bekomme ich einen Anruf. Mahlzeit. Ja, ich bin gleich auf dem Weg. Ich mache jetzt noch kurz ein Dies-Das-Video und dann fahre ich zu dir, okay? Wie lange dauert das Dies-Das-Video? Ach, das ist nur quasi das Intro aufnehmen und die anderen Sachen mache ich die anderen Tage. Bin circa in 15 Minuten bei dir, kann man sagen. Ach, klar, alles klar, bis dann, ciao. Raus, ne? Ja, auf jeden. Ciao. Ciao. Livestream aufgrund der Internetgeschwindigkeit. Wie viel habe ich? 1,4 Mbit pro Sekunde oder so in Upload-Geschwindigkeit. Aber der Antrag, den machen wir definitiv, dass hier bei uns im Altbaugebiet, sag ich mal, Glasfaser gelegt wird. Ich könnte theoretisch, ich überlege es mir, ob ich LTE so unbegrenzt LTE und dann per Hotspot vom Handy aus das machen, damit ich da ganze Zeit über 4G, sage ich mal, das machen kann. Und auf jeden Fall, ja, ich bin gerade ein bisschen neben der Spur. Ja, dann Klimaanlage. Hier ist jetzt auf jeden Fall eine. Die funktioniert auch ganz gut. Draußen schaltet sich dann nach einer Zeit der Ventilator an und so weiter. Sorgt auf jeden Fall für schön kühle Luft. Hat mein Bruder mir auf jeden Fall mitgebracht. Habe ich bei Insta auch schon angesprochen und so weiter. Ein Zuschauer wollte auf jeden Fall sehen, wie das von innen aussieht. Also jetzt das, was draußen ist. Hier ist nämlich ein Schlauch, was rausgeht zu dem Lüfter mit diesen Wasserschläuchen und Stromkabel und alles Mögliche fürs Ventilator. Und ich habe das auf die Schnelle mit meinem Bruder hier gemacht, Loch gebohrt, Schlauch raus, angeschlossen. Habe ich kein Video zu gedreht, aber jetzt mache ich kurz mal da hinten auf und zeige euch mal, wie das von da drin aussieht. An sich ist es hier eigentlich relativ unspektakulär. Wir haben hier einmal einen Schlauch, was hier aus der Wand rauskommt, was am anderen Gerät fest befestigt ist. Hier die Zugentlastung, hatten wir nur noch eine Schraube, aber das passt schon. Und dann ist hier einmal so ein Kondenswasserschlauch, der einfach hier so reingeschoben wird. Das hier ist schon fest integriert, das bleibt so wie es ist. Hier von dem Schlauch kommt einmal dieses Rohr hier drauf und das hier drauf. Ich weiß jetzt nicht mehr die Maulschlüsselgrößen, aber es ist auch von Hersteller zu Hersteller unterschiedlich. Und hier ist auch quasi verpolungssicher, weil die eine ist Innengewinde, Außengewinde und umgekehrt in dem Fall. Und das hier ist auch verpolungssicher. Hier ist einfach ein Kabel, was hier aus dem Schlauch rauskommt, geht dann hier in die Maschine rein. Kann man nur in eine Richtung reinstecken, Phase-Neutralleiter. Kommt dann hier rein, Deckel drauf und dann ist auch schon fertig. Innen drin nur den Stecker in die Steckdose reinstecken.
Dann wollten einige von euch noch einen Langzeittest wissen. Jetzt sind schon ein paar Wochen vergangen auf jeden Fall wegen der Solarlampe und weil da so ein schlechter Akku verbaut ist und so, aber das Ding funktioniert auf jeden Fall immer noch. Jetzt ist gerade durch die Bewegung auf jeden Fall angegangen. Dimmerung Dings funktioniert auf jeden Fall auch noch. So viel dazu. Also 20 €, was willst du da falsch machen? So, an der Stelle jetzt mit einem neuen Mikrofon. Jetzt ist der Klang ein bisschen besser, denke ich mal. Eine Sache wundert mich immer noch. Und zwar ist es so, dass hier alles beschriftet ist. Wir wohnen Nummer 14, unsere Nachbarn in 14a. Wir haben einen Sicherungskasten. Bei denen wurde dem Induktionsherd angeschlossen. Und bei der 14a war das hier aufgrund der alten Zettel schon beschriftet, wo deren 5-wattrige Leitung für das Kochfeld ist. Das sind eben die 17, 18, 19. Habe ich hier auf neu auch nochmal übertragen. Aber wenn diese Leitungsschutzschalter eben aus sind, war trotzdem auf irgendwelchen Phasen oder auf allen Phasen oder auf einer Phase noch Strom. Auf jeden Fall ist es so gewesen. Und hier unten seht ihr diese ABB-Leitungsschutzschalter, die irgendwie nachgerüstet worden sind. Und auf jeden Fall habe ich, nachdem die unten waren und gecheckt habe, dass da auf der anderen Seite noch Strom ist, hier alle runtergemacht. Dann war bei denen im Flur, im Wohnzimmer und so weiter und so fort kein Strom mehr, aber auch am Herd. Und jetzt möchte ich wissen, weil die 5x2,5 Quadrat, also die 2,5 Quadratadern, die können wir wahrscheinlich so augenscheinlich sehen. Und jetzt möchte ich wissen, was hier passiert ist und warum das so ist. Lass uns gemeinsam erstmal hier oben reinschauen und dann da unten. Eventuell können wir da was erkennen. So, an der Stelle hier haben wir einen Fehlerstromschutzschalter, der ist für beide Parteien. Dann haben wir hier noch für Badezimmer 14 Obergeschoss, dann 14 Untergeschoss, 14a Obergeschoss, 14a Untergeschoss bzw. Erdgeschoss. Fürs Badezimmer dann hier die ganzen Leitungsschutzschalter, da geht's los mit, ist immer mit 14 Flur und so weiter, alles Mögliche. Machen wir erstmal auf hier. Ich hatte die noch tatsächlich noch nie offen. Ich weiß gar nicht, wie das da drinnen aussieht. Ist noch nie nötig gewesen, den aufzumachen. Ich möchte jetzt auch nichts ausmachen oder so, sondern einfach nur gucken. Ah, mega aufgeräumt. Das sieht schon mal. Na toll. Hier sieht man direkt, dass da gar nichts drauf ist. Also auf allen Phasen war Strom. Man denkt, hier ist irgendwas drauf, aber dass die das nicht beschriften. Junge, Junge, Junge. Dann haben die das nach unten gezogen. Hier was mit Vago. Da neue schöne Vago. An der Stelle, da sieht man noch richtig, dass das gar nicht so lange her sein kann. Hier an der Stelle ist eine. Ja. Aber unten mache ich trotzdem noch mal auf. Ja, und bei uns zu Hause passt das. Wo steht das? Herd 14. 14, 15, 16. Das hier ist unser Herd. Und dann haben wir hier noch erstmal Garage L1, L2, L3, was auch für mein Gartenhaus ist. Und das hier ist Sauna L1, L2, L3. Gut. Da sind sie. L1, L2, L3 kommen von oben, wurden verlängert mit den Vagos. Warum das gemacht wurde, kann ich nicht sagen. Ich weiß es nicht. Ja. Naja, muss ich auf jeden Fall beschriften, umändern. Naja, ich habe meinen Vater gefragt, warum das so ist. Gab es Probleme mit den Leitungsschutzschaltern da oben? Er hat gesagt, nee, der wollte einfach, dass die 14a, die ganze Abteilung unten ist. Und unsere oben, damit man das quasi besser auseinanderhalten kann, wurde dann bei der Abänderung nicht beschriftet und so weiter. Unten, ich weiß gar nicht, müsste man jetzt so gucken, welcher Raum das bei denen ist, aber ist jetzt in erster Linie egal. Das mit der Beschriftung, Hauptsache Herd haben wir ausfindig machen können. Das war's dann mit dem Video. Bis zum nächsten Mal. Tschüss.